met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Essen. Wir haben uns gerade eine Crunchy Chicken Ball geholt. Hier haben wir Besteck. Und das hier ist so ein Saft. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube Sunkiss. Und das essen wir jetzt. Wir haben jetzt auch schon 2:06 Uhr. Willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt ist Feierabend. Ich bin okay. Mein Auto ist so komisch manchmal. Neben mir hat wieder jemand so richtig eingepackt. Ja, das ist okay. Ich melde mich gleich, wenn ich zu Hause bin. Ich bin jetzt zu Hause und habe meine Bowl heute Mittag nicht ganz geschafft. Deswegen werde ich die jetzt essen, falls ihr euch wundert, wie spät wir haben. Wir haben schon kurz vor 5. Ich war relativ lange heute unterwegs. Ich mache die mal hoch. Und bin jetzt auch wieder relativ früh zu Hause zu sein. Ich muss heute übrigens nicht mehr lernen und nichts mehr machen. Mich hatten letztes Mal so viele nach der Sonnenbrille gefragt. Ich habe 2 neue. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und zwar auf Instagram habe ich die auch gezeigt. Die sind beide von Captain & Sun. Ihr kennt die Marke ganz bestimmt. Und das hier ist so eine braunfarbige und so braunen Gläsern. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Und ich habe mal eine neue Form ausprobiert. Die ist nämlich rund. Die ist aus dem neuen Sortiment von Captain & Sun. Und ich finde die halt einfach so schön. Also kann ich gerne mal ein paar Bilder einblenden, die ich damit schon gemacht habe. Und die habt ihr wahrscheinlich eventuell schon auf Instagram gesehen. Liebe diese Brille. Habe ich noch eine neue. Die ist aber so ein bisschen wuchtiger, so ein bisschen... ja, auffälliger, das ist diese hier von Captain & Sun. Und zwar ist die schwarz, wie man unschwer erkennen kann. Hier steht auch nochmal Captain & Sun drauf. Die hat so schwarze Gläser. Also die Sonnenbrillen sind übrigens letzte Woche am 20. glaube ich gelauncht worden. Die sind also richtig aktuell. Da gibt es auch noch mehr, also es gibt richtig viel Auswahl. Ich persönlich liebe die Sonnenbrillen, ich finde die Qualität super. Genau, ich verlinke euch die Sonnenbrillen einfach mal unten, da könnt ihr vorbeischauen. Und ihr könnt auch mal bei Captain & Sun schauen. Die haben auch nicht nur Sonnenbrillen, sondern auch Brillen bzw. Uhren und Taschen. Das wollte ich euch nur erzählen. Jetzt genieße ich die Sonne. Das ist so süß. Ich habe ein Foto gepostet, wo ich halt einfach ganz lässig Saft getrunken habe. Das war wirklich ein sehr spontanes Foto. Und ich habe darauf so süße Kommentare schon bekommen. So süß. Ich wollte mich sowieso an der Stelle nochmal bedanken für die ganzen lieben Kommentare, die ich immer bekomme. Das ist so nicht selbstverständlich, deswegen vielen Dank. Ich stand heute Morgen vorm Spiegel und dachte mir einfach, bombastisch, das sieht so gut aus. Und dann habe ich die Brille runtergemacht und dann war dieser Filter weg. Und dachte ich mir so, nee, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Sau gut. Hier ist so ein kleiner Junge, also gegenüber von unserem Haus. Und der macht die ganze Zeit Klingelstreiche. Hier passieren so geile Sachen. Die Wäsche habe ich jetzt aufgehangen. Jetzt nehme ich einfach nur meine Sachen und gehe wieder rein. Ich glaube, ich schaue jetzt eine Serie. Sonne ist nämlich sowieso schon untergegangen. Morning, ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist Donnerstag. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, weil ich habe aktuell so schlimm Heuschnupfen und es macht meinen Körper komplett fertig. Also der ist gefühlt 24/7 nur am Arbeiten und deswegen brauchte ich heute einfach Schlaf. Ich war gestern auch schon kurz nach 9 im Bett, also wirklich krass. Und bin dann um 7 aufgestanden. Also wir haben jetzt kurz nach 7:30 Uhr. Jetzt einkaufen und dann fahre ich zu meiner Mom. Die ist nämlich heute in Frankfurt Stadt arbeiten und Bonita braucht einen Babysitter. Also nicht wirklich, aber... sie muss halt rausgehen, also Gassi gehen und das macht meine Mom ja sonst immer. Aber da die halt heute nicht da ist, mache ich das jetzt. Ja. Und mein IKEA-Paket sollte heute kommen, das kann ich auch nicht in Empfang nehmen. Eigentlich sollte es gestern schon kommen, aber gestern kam nichts und jetzt stand da, es kommt heute. Da steht aber auch keine Zeitspanne. I don't know, wann das letztendlich ankommt. Ich bin mal gespannt. Aber ich werde mich jetzt kurz ein bisschen schminken, also ein bisschen fresh machen.
Und dann nehme ich euch heute auch wieder durch den Tag mit. Sonnenbrille ist ja die gleiche, die ich euch gestern gezeigt habe. Die braune von Captain & Sun. Link ist wie gesagt in der Infobox. Das Oberteil ist von Shein. Das ist übrigens das, was nicht durchsichtig ist. Die Tops, von denen auch die weißen. Mantel ist von Zara. Die Hose ist auch von Zara. Und die Schuhe sind von Nike. Aber das sind diese Nike Air Max. Halten die so? Ja, nein, irgendwie nur er. genau. Und ich gehe jetzt einkaufen, das hatte ich ja bereits gesagt. So. Bin jetzt beim Aldi, das ist mein Stamm-Einkaufsmarkt. Ich will auf jeden Fall neue Blumen kaufen. Ich liebe es, frische Blumen in meiner Wohnung zu haben. Und meiner Mom bringe ich, glaube ich, auch noch ein paar mit. Was ich mich in letzter Zeit frage, um gefühlt 9 Uhr, oder wir haben jetzt 8.30 Uhr und hier ist so viel los. Und wenn ich um 10 gehe, ist gar nichts los. Das verstehe ich nicht. Da ist so viel los um die Uhrzeit. Normalerweise war das immer andersrum. Naja. So, ich glaube, ich nehme euch jetzt heute ausnahmsweise mal nicht mit. Ich bin fertig mit Einkaufen. Und ich habe jetzt zweimal Blumen mitgenommen. Die sind richtig schön. Jetzt habe ich wieder neue und auch so ein bisschen Krimskrams, wobei die gar nicht so viel hatten. Ich wollte Erdbeeren haben, aber da waren keine da. Ich habe eine Mango bekommen. Fürs Mittagessen habe ich auch alles. Ich wollte heute Mittag Lachsnudeln mit Tomaten machen. Also das ist schon mal gesaved, aber... So, alles andere habe ich nicht bekommen, leider. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Ach ja. Das war ein Fail. Ich habe gerade noch Pancake-Teig gemacht. Einfach ein Ei, Mehl, nee, Zucker ist da nicht drin, Agavendicksaft ist da drin und Milch. Pancakes sind auf jeden Fall fertig. Ich habe noch Apfelmus dazu gemacht. Das nehme ich gleich mit nach oben. Ich mache mir nämlich jetzt noch einen Kaffee. Mittagessen ist fertig. Rezept steht unten in der Infobox. Und es schmeckt so, so lecker. Bonnie ist auch hier, gell? So, meine lieben Freunde, ich wollte mich jetzt auch mal kurz wieder melden. Wir haben jetzt schon kurz vor 8. Ich habe lange mit meiner Mom gequatscht. Sie wollte einmal mal ein bisschen mit mir reden und es hat sehr, sehr gut getan. Also einfach mal so unter Mädels zu quatschen. Wir sehen uns ja nicht mehr so oft und deswegen gab es ein paar Sachen einfach zu besprechen, die jetzt so angefallen sind die letzten Tage. Ich fahre jetzt wieder zu mir nach Hause. Und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, also ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde heute auch nicht alt, werde mich jetzt wahrscheinlich erstmal ready machen, Sport wollte ich eigentlich auch noch machen, aber ich glaube, das lasse ich heute, weil, wie gesagt, ich fühle mich nicht so gut, ich habe einfach Kopfschmerzen. Eigentlich wollte ich meiner Nachhilfelehrerin heute auch noch meinen Heft vorbeibringen, das habe ich komplett vergessen, das muss ich dann morgen noch machen, morgen früh schnell. Mein IKEA-Paket sollte heute eigentlich auch ankommen und es wurde wohl auch zugestellt. Es wurde mir eine E-Mail geschickt. Ich hoffe, es steht vor meiner Tür, weil ansonsten muss ich durchs ganze Haus und die Nachbarn abklappern. Das mache ich dann auch alles morgen früh. Ich will jetzt keinen mehr stören. Wir haben nämlich so einen Pakt geschlossen, dass die das immer annehmen und dann, wenn sie merken, dass man da ist, wieder vor die Tür stellen, damit man das dann einfach hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mal gucken, ob es vor der Tür steht. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ich fahre, wie gesagt, jetzt nach Hause. Hunger habe ich keinen. Ich habe noch nichts zu Abend gegessen, aber ich hatte heute Mittag eine große Portion von meinen Lachsnudeln. Und genau. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Also entweder hat sie ein neuer Nachbar angenommen von hier, der unseren Pakt nicht kennt, oder? ja, die sind irgendwo im Haus gelandet, oder? Aber sie sind einfach als geliefert gemeldet worden und gar nicht hier. Hoffen wir auf jeden Fall mal nicht. Ich muss morgen dringend Papier wegbringen. Und allen möglichen, die war echt richtig. Wir haben tatsächlich schon 10, von wegen, ich gehe heute früher schlafen. Das war ein Satz mit X, das war nämlich nix. Ja, ich finde es so lustig, wir haben, also ich spreche jetzt einfach von uns. Wir als Community haben vorhin auf Instagram wieder so Date-Fails gemacht. Also das heißt, ihr könnt mir immer eure Fails schreiben und ich kommentiere die dann. Und ich finde das so lustig, wenn ich mir manchmal vorstelle, was euch so passiert ist. Also klar, manches ist noch nicht so cool und manches ist auch nicht so schön, aber es gibt durchaus sehr lustige Sachen. Wir hatten es zum Beispiel letztens erst, dass ein Boy einem Girl gesagt hat, sie soll doch einfach, wenn sie geht, den Müll mit runternehmen. Richtig lustig. Also so... Richtig krasse Sachen. Also ich persönlich, ich hatte noch kein Date, wo so richtig gefailt ist.
Ich habe mal einen SOS-Anruf verwendet. Das war einmal. Und ansonsten ist mir zum Glück irgendwie gar nichts passiert. Ich weiß nicht, ob ich Glück sagen sollte, aber ja, vielleicht ist mir auch ein lustiger Moment entgangen. Keine Ahnung, ich glaube, in der Situation ist es immer nie lustig, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, wird es, glaube ich, lustiger. Ja, wollte ich euch einfach nur kurz sagen. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Und ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßiger Videos. Es war einfach nur so, dass ich halt schon ein bisschen viel zu tun hatte und deswegen sind die auch ab und an mal ausgefallen. Natürlich kann es auch weiterhin passieren, aber ich will die Videotage trotzdem lassen, einfach damit ihr wisst, wann Videos kommen. Und ich denke, ihr versteht es, der Großteil von meiner Community oder von uns versteht es auch. Es gibt natürlich immer Menschen, die meckern, aber that's life, das ist so. Gerade hier ist das so. Von daher, ja, wünsche ich, wollte gerade sagen, gute Nacht. Aber ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Von daher, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Also, ciao!